Retro Gaming. It's come on time. Talk about leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Amiga-Fans und Retro-Gaming-Maniacs. Tomaniac am Start mit einer neuen Ausgabe von der CD-Rumtreiber und ich treibe mich immer noch auf dieser Amiga-CD-Sensation Golden Games 1000 Top Games von Stefan Ossowskis Schatztruhe rum. Und wir sind in der Shoot'em-Up-Schublade. Zuletzt haben wir ja dieses nette MF-Tanks noch gesehen, welches ja wirklich schön von der Turbokarte profitiert hat und nur so dadurch flutschte. Also Battlezone, ne? Und jetzt gucken wir mal weiter und schauen mal, was ist denn mein Thresher? Joa, wollen wir mal schauen, ob das auch geht's. Oh, es kann sein, dass er da wieder rumswitcht und ich dann einen Schnitt machen muss und dann wir wieder im Game zu sehen sind. NTSC Loris. Schauen wir mal. So, nach ein bisschen rumgeswitche hat er jetzt die Aufnahme, oder beziehungsweise ist er am Start. Die Mucke klingt schon mal ein bisschen eigenwillig. Ich habe fast das Gefühl, dass die Turbokarte da wieder reinhaut. Press Fire. Flame the monsters and boulders out of the caves. You control your mine treasure with the joy or keys. Press fire to send a beam of flames. Fly carefully, do not crash with your shuttle. Flame or die. Mhm. Now some credits. Okay. Also, dann wollen wir mal gucken. Welcome to mine treasure. Press help to get instruction, press del to get information. Press fire to start game. Sollen wir uns tatsächlich mal help angucken? Ja, und du? Ich hätte nicht help drücken sollen. Ein Planet, der sehr weit von der Erde entfernt ist. Es gibt es viele Mineralminen. In 2008 passierte irgendwie ein Beben oder was und hat die Minen zerstört. Aber das ist nicht das einzige Problem. Viele Aliens, die in diesen Höhlen wohnen, laufen da nur frei rum. Du bist ein Minensmasher oder was. Dein Job ist, alles aufzuräumen, zu säubern. Alle Felsen zerstören und die Diamanten und andere Sachen einsammeln, aber nicht mit irgendwas kollidieren. Your only weapon is ein Flammenwerfer. Collect die Sachen und flame the monsters and boulders up to your ship becomes green. Then reach the beam station and prepare yourself for the next room. Aus irgendeinem Grund muss eine Auflösung liegen. Fehlte unten ein bisschen was vom Bild. Ich hoffe, jetzt während des Spiels fehlt nichts. Press fire to start game. Dem kommen wir mal nach. Help für Disk Menu, Space, Pause, Escape, Break, Game. Flame or die. Okay, ich kann also hier. Boah, ich werde hier schon krass verfolgt. Und in lauter Panik knall ich da oben rein. Chip Damage. Bla. Was sind denn das für komische, grisselige Streifen? Oh, habe ich den erwischt? Streifen da rechts und links im Bild. Gehören die jetzt in diesen Interlace-Modus? Okay, da habe ich was gesammelt. Ja, da an dem Felsen kommt ja gar nicht vorbei. Oder schaffe ich das hier runter? Okay. Geht das auf Zeit? Ich hoffe nicht. Aha, man muss nur in die Nähe des Ganzen fliegen, damit das eingesammelt wird. Ja, dann sammeln wir mal alles irgendwie ein, nur das nicht. Und gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Aber vor allem, wo dieses Beamfeld sein soll. Okay.
Na scheiße! Zu dämlich! Zu früh abgebogen! Ja, so werde ich nicht weit kommen. Repairing it, you have 2 lives, try it again. Also grundsätzlich mal nicht so schlecht, ne? Ich spiele nur schlecht. War ich jetzt da oben schon? Ja, da war ich schon. Jetzt mal ein bisschen mehr Attention, ne? Das kracht ja dann sofort runter. Ey, die stürzen da so runter, die Felsen. Gut, dass die Viecher empfindlich sind. Tja, so komme ich aber nicht an diesen Diamanten oder was es sein soll. Stürz. Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine tolle Idee war. Ich glaube, es geht dabei nicht auf Zeit, oder? Ich sehe keine Punkteanzeige. Ich könnte mir vorstellen, dass es an der gewählten Bildschirmauflösung liegt. Muss ich wirklich alles einsammeln? Das könnte dann schwierig werden. Bip, bip. Ja, diese Felsen kannst du nicht destroyen. Boah. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gleich irgendeine Dummheit mache? Und dann ist Game Over am Sein. I know me for that. Na! Das war mit Ansage. Das war so klar, oder? Mann, 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 Mann. Habe ich noch einen? Ja, du hast noch ein Leben. Gott sei Dank muss man nicht alles von vorne am Start am Machen tun, ne? Oh Gott, ey. Das große Problem ist, ich sehe da unten ja gar nichts. Was ist das für eine Scheiße? Ja. Das habe ich nicht kommen sehen, weil das Bild nicht mitgescrollt hat. Das wird ja übel. Das könnte es aber wirklich mit der gewählten Bildschirmauflösung zu tun haben, weil, ja, du siehst ja hier echt nicht, wo du längs musst. Ich sehe nüt. Und gleich ist mein Raumschiff weg. Bin ich schon ganz unten? Ich bin anscheinend schon ganz unten. Und ich sehe nix. Und wie kommt man da? Ah, wie kommt man denn da hin? Ach! Also irgendwie ist das doll, nicht so doll, weil ich habe jetzt irgendwie hier eine nicht tolle Auflösung gewählt. Na gut. Sieht aus, als wäre das Game Over und dann reicht das ja auch für einen kleinen Einblick, ne? Let's return. Hope to see you in our high score. Game Over. Ship exploded. You have failed. Your score 255. Wo liege ich denn damit? Na toll, kannst nicht mal von Hand eingeben. Ja, ich sehe schon, irgendwie... Ja, ist auch egal. Nein, safe nicht. Irgendwie hat er von der Bildgröße nicht das richtig... Jetzt bei dem Vorschlag... den er da gemacht hat. T ist auf dem vorletzten Platz. Nice scores. Okay, das war mein Treasure. Wie war es mit Escape? Kam man da raus? Dann switcht er wahrscheinlich gerade wieder hin und her und dann, wenn er sich beruhigt hat, gibt es den nächsten Part. Vielleicht. So, das war mein Treasure. Jetzt gucken wir uns mal das nächste an. Missile. Missile klingt ja schon wieder wie Missile Command. Keine Ahnung. Ist es auch. Also, wenn ich mir das kleine Bildchen hier angucke, würde ich sofort sagen, dass das Missile Command ist. Mal sehen, ob es funktioniert und in welcher Version wir diese, wie das hier aussieht. So. Palores schlägt davor. Okay. Geht auch mit Maus. Prepare for battle. Alter! Alter! Ich weiß nicht, ob das hier gerade so läuft, wie das soll. Ich glaube, die Turbokarte knallt hier wieder voll rein. Habe ich überlebt? Nein. Okay.
Turbokarten-Massaker. Das war, glaube ich, zu schnell fürs Programm. Ich glaube, ich. Na du, kann ich hier überhaupt noch mal was machen? Da geht nichts mehr. Das war eine ganz kurze Vorstellung von. Der hat sich aufgehangen. Oder, Moment mal. Game. Freeze new quit about. Programm scoring plug other. Load sounds. New? Do you want a new game? Prepare for battle. Ist ne. Ne, 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 ne. Habe ich jetzt noch zwei Buildings? Prepare. Ich habe diese zwei komischen Rechtecke, sind wahrscheinlich noch meine. Das ist ja unmenschlich, wie schnell das hier ist. Ja, vor allem. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsskes ich überhaupt abliefern darf. Jetzt wird zwischendurch mal kurz langsamer, aber. Zwei stehen noch. Noch. Ich weiß auch nicht, wie viele Schuhe eins. Wie viele Schüsse ich hier abgeben darf überhaupt. Ich muss wirklich darauf aufpassen, dass einfach meine Basis überbleibt, die eine. Prepare for battle. Mit dem letzten. Ey, das geht einfach viel zu schnell. Das ist wirklich sehr einfach gehalten, ne? Aber auch hier, da ist keine Geschwindigkeitsbremse eingebaut. Da rauschen die Rechenzyklen so dermaßen durch. Meine Stadt lebt noch. Vielleicht muss ich wirklich nur aufpassen, dass, kein direkter Schuss. Was ist jetzt los? Sieht aus, als wäre das eingefroren. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, tolle Wurst. Jetzt geht überhaupt nichts mehr. Jetzt ist er völlig fertig. Ja, Leute. Ich mache hier mal einen Schnitt und dann sehen wir uns hoffentlich im dritten Game für diese Ausgabe wieder. Also, bis gleich, ne? So, meine Güte, ich musste ewig hier rumsuchen, bis ich dann doch mal noch ein Programm gefunden habe, welches jetzt so halbwegs zu laufen scheint, weil entweder greift die Turbokarte voll rein und ich kann es aber auch nicht bremsen. Ich habe es mit einer Softwarebremse probiert, die ich da auch auf der Disk habe, aber das funktioniert mal irgendwie so gar nicht. Also muss man mit dem leben, was man hat und was da so funktioniert, oder? Es switcht ständig in den Auflösungen hin und her und dann kackt mein Framemeister ab. Jetzt wollen wir mal gucken, ne? Ich habe hier mal ein Testspiel gemacht: Parahemot. Das wird eine kurze Vorstellung. Ihr wisst gleich schon, warum. Wir müssen Fallschirmspringer abschießen. Und zwar sieht das so. Also, ich sag mal, das Beste ist noch die Mucke, die ihr hier hört. Schön so gesampelt und sowas, ne? Aber jetzt. Man rennt hier rum. Feuerknopf drücken und den Hebel nach rechts oder links bewegen. Und Fallschirmspringer abschießen. Das Problem ist nur, wenn die auf dich runterstürzen, bist du auch tot. Ziemlich perfide das Game, muss ich jetzt mal sagen. Was hat sich derjenige denn dabei gedacht? Da muss er auch ganz schnell wegrennen, weil sonst. Warum bin ich denn jetzt schon tot? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht so wirklich gerafft. Und deswegen denke ich mal, das Coole an dem Game ist die Mucke. Und die lasse ich jetzt im Hintergrund laufen. Wird am Ende doch eine kürzere Vorstellung. Also, ihr seht weniger, als ich wirklich gebraucht habe für das Ganze. Und ich hoffe, diese Ausgabe hat euch trotzdem gefallen. Und wir schauen mal, was uns beim nächsten Mal erwartet, wenn es dann wieder heißt: der CD-ROM-Treiber. Games Public Domain, irgendwas am Amiga 2000. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.